Willkommen zurück hier. Welcome back to KSTUDIO Hamburg. Mit der wichtigen Frage, was Vorgesetzte, der Markt, Corona und Teammitglieder zusammen gemeinsam haben. Und zwar, sie können allesamt das Team stören. Und dazu spricht jetzt gleich Laura zu uns. Sie hat Unterstützung von ST. Und ja, Laura selber hat Erfahrung im Bereich Personalwesen, ist im Moment unterwegs als Agile Coach und im Bereich der Organisationsentwicklung. So. Gerade arbeitet sie an ihrer Dissertation und hat trotzdem Zeit gefunden, zusammen mit ST diesen Vortrag zu erstellen. Und sie spricht heute darüber, was man tun kann, um Teams messbar resilient, also widerstandsfähig gegen Störungen von innen, von außen, aber auch innerhalb des Teams zu machen. So, this is a talk about organizational psychology and software teams by Laura Sophie Eichert. Hello everyone. Willkommen zur deutschen Übersetzung. Alle Vorträge werden live übertragen. Eure Übersetzer sind Katzenzunge, Kast und Tabaluga. I am Laura. Ich bin Laura. Ich arbeite als Organisationspsychologin. Und ich habe vor einigen Jahren angefangen, mit Tech-Teams zusammenzuarbeiten. Ich wurde damals als HR-Lady bezeichnet, weil Leute ohne technischen Background mehr als einmal bei ihnen vorbeikommen könnten. Deshalb haben ST und ich zusammengearbeitet und nicht nur zusammengearbeitet, sondern auch zusammen Forschung betrieben. Und ein Ergebnis ist jetzt dieser Vortrag. Uns ist klar geworden, dass mehrere Leute interessiert sind. Wir arbeiten beide als Agile Coaches. Wir haben unterschiedliche Lebensläufe und Personalitäten. Ein wichtiger Unterschied ist der Unterschied bei unseren Interessen. ST ist daran interessiert, coole Sachen zu erstellen, zu schaffen, im technischen Kontext, Business-Kontext. Mich interessiert, wie coole Sachen geschaffen werden. Wie funktionieren die Abläufe, die Zusammenarbeit, wie funktioniert Kreativität und wie fühlen sich die Leute, wenn sie zusammenarbeiten? Die erste Frage ist, worüber ärgerst du dich mehr? Über technische Probleme oder ärgerst du dich mehr über die Leute? Die Leute, mit denen du arbeitest, Kollegen, Kunden, die Teammitglieder, dein Chef oder wer auch immer. Bevor wir etwas weiter in die Tiefe gehen, ist die erste Frage, was ist Organisationspsychologie? Wir arbeiten mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Firmen. Deswegen möchte ich jetzt ein Beispiel geben, wie ich als Organisationspsychologin eine Organisation kennenlerne. Zum Start möchte ich mit drei Situationen anfangen, die euch vielleicht bekannt vorkommen. Was siehst du hier? Wenn ich einen neuen Kunden sehe, dann sehe ich als erstes die Küche. Ich betrete das Büro, jemand bietet mir einen Kaffee an, zusammen gehen wir in die Küche und was sieht man hier? Sieht man das Chaos, den Müll, die ganzen Sachen überall rumstehen? Oder sieht man etwas von der Kultur der Firma? Oder gibt es einen Zusammenhang, wie die Leute arbeiten, wie die Küche aussieht, wie sie einen Code dokumentieren und so weiter? Da kann durchaus eine Beziehung bestehen zwischen dem, wie die Küche aussieht und wie die Leute arbeiten. Zweite Frage, was sehr hilfreich ist, wie lange dauert es, etwas sehr Einfaches zu bestellen, zum Beispiel einen Bleistift oder einen Kaffee? Diese Frage sagt sehr viel zum Thema Führungskultur, Fehlertoleranz, Prozesse und wie gut diese funktionieren. Ein drittes Beispiel: wie lösen Leute Probleme? Muss alles sehr schick und glänzend sein oder kann man auch irgendwie kreativ sein und Probleme mit ganz einfachen, billigen Lösungen lösen? Wie in diesem Beispiel. Dadurch sehe ich sehr viel zum Thema Innovation und Produktentwicklung. Also, was ist Organisationspsychologie?
Es wird oft auch bezeichnet als Arbeits- und Organisationspsychologie. Manche nennen es Arbeitspsychologie, Industriepsychologie. Und was ist das? Es gibt eine Organisation, die American Psychological Association, und sowas wie der CCC für Techies ist das, diese Organisation für Organisationspsychologie. Und dort wird Organisationspsychologie so definiert: die wissenschaftliche Untersuchung von menschlichem Verhalten in Organisationen und am Arbeitsplatz. Man betrachtet dabei verschiedene Sachen, individuelle Personen, Gruppen, Organisationen insgesamt. Und mit dem Wissen, das wir dadurch gewinnen, wollen wir Probleme am Arbeitsplatz lösen. Das führt uns natürlich zur Frage, welche Probleme betrachten wir? Auf der linken Seite sieht man verschiedene Beispiele, die relativ einfach zu messen sind, wie zum Beispiel Auswahlprozesse oder Anstellungsprozesse, Schulungen, Leistungsermessungen, Entlohnungssysteme. Auf der rechten Seite sind die unscharferen Sachen zum Thema wie Motivation, Arbeitsqualität, Struktur von menschlichen Arbeitsfaktoren. So maybe the first answer for the question was that you're more upset about. Also warum ist die Zusammenarbeit mit anderen Leuten so anstrengend? So exhausting, and why does it make us? Warum ärgern wir uns ab und zu darüber? So throughout the whole talk, I want you. Für den Rest des Vortrags möchte ich euch bitten, an drei Sachen zu denken. Also. Wir arbeiten immer mit sehr komplexen Systemen. Die Sachen sind schwer zu messen und wir betrachten unterschiedliche Ebenen. Ich möchte euch noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu diesen drei Aspekten geben, also zuerst zur Komplexität. Hier ist ein Zitat, dass ich immer wieder beobachten kann, Leute haben Angst vor Details und Komplexität. Dieses Muster können wir sehr oft beobachten. Ich möchte euch hierfür ein Beispiel geben. Wie gehen wir mit Komplexität um? Menschen finden sich oft in komplexen Situationen wieder und wir versuchen, die Sachen zu übersimplifizieren, damit wir das gute Gefühl haben, dass wir die Sachen unter Kontrolle haben. Und wenn wir sichtbar machen wollen, wie die Zusammenarbeit in der Organisation funktioniert, dann stellt man so eine hierarchische Struktur auf. Der nächste Versuch ist, dass man die Macht und den Einfluss versucht, sichtbar zu machen. Es gibt allerdings Unterschiede zwischen formellen und informellen Emotionsflüssen. Und im echten Leben sieht es dann eben so aus. Das heißt, die Kommunikation, die Zusammenarbeit funktioniert auf so eine Art und Weise, die sich natürlich nicht so schön visualisieren lassen, aber so ist das. Darüber hinaus gibt es verschiedene Leute in der Organisation. Effects not only within our organization, but also in the outside world. Und auch in der Außenwelt gibt es Akteure, Mitarbeiter, Manager. Es geht also auch immer mehr um als um die Leute selber, auch um die Außenwelt. What organizational culture we have around those relationships. Is it a healthy organization? Ist es eine sehr, gibt es einen sehr wettbewerbsstarken Markt? Gibt es Kunden, die sehr zufrieden oder sehr unzufrieden sind? Wie interagieren diese Faktoren miteinander? Wenn ich mit Unternehmen arbeite, muss ich mit verschiedenen Menschen interagieren, Scrum Master und es gibt eben bei uns immer Rollen, die wir verteilen und wir müssen auch schauen, dass wir Beziehungen zwischen den
Menschen, die leiten und den Arbeitern eben erstellen. The organizational culture und is important die as well, because that Kultur, die organisatorische Kultur, ist eben itself. Sehr wichtig. So let's take a look a also bit on schauen wir uns die Messbarkeit genauer an. Also wie messen wir und when was messen wir? Wenn wir neue Teams kennenlernen, fragen wir sie immer eine einfache Frage. So was messt ihr? Und die erste Antwort die kommt, ist, wir messen unsere Gewinne, unsere Kosten. Wir haben vielleicht einen Messwert für Kundenzufriedenheit. Und dann frage ich immer, was gibt es sonst noch außerhalb von Unternehmenswerten? Then the teams also measure technical wenn wir Glück haben, messen Unternehmen auch technische Daten, to know what is so wie zum Beispiel die Deployment Time like und wie oft deployed wird. Manchmal gibt es hierfür auch ein Dashboard, well damit man das eben anschauen kann und wir sehen können, was eben aufgezeichnet wird. Und wir fragen dann meistens right immer noch weiter, so numbers, weil wir wollen Zahlen zu den Teams erfahren. Und das führt meistens zu sehr verwirrten Blicken, weil sie nicht genau wissen, was wir uns als Antwort erwarten. Manchmal kommt dann, ja, es gibt Team-Events und ich war auf der und der Konferenz und es gibt dann immer Bauchgefühle, die eben zeigen, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht und auf die wird dann viel zurückgegriffen. Aber es gibt eben keine Zahlen dafür und wir versuchen das eben in Zahlen zu fassen und die Frage ist, wie kann man eben diese Teamdimensionen messen? Ein einfaches Beispiel dafür ist, woher weiß man, dass in Hamburg gerade Winter ist? Und wenn man dann aus dem Fenster schaut, sieht man, dass es regnet, dass Menschen sehr warm eingepackt sind, die Sonne ist nicht oft zu sehen, sie geht schnell unter, es regnet viel. Und eben die Tatsache, dass es Winter ist, können wir eben nur sehen, weil wir in Unterkategorien einteilen. Wir wissen, wann die Sonne untergeht, wie viel es regnet, was wir anziehen müssen, dass uns nicht kalt wird. Und so ist eben Winter ein Konstrukt, das uns hilft zu verstehen, indem wir eben in Unterkategorien einteilen und damit können wir das eben messen. Und das Gleiche gilt eben für Teamdimensionen und das können wir eben auch einteilen und somit messen. In order to facilitate the understanding und of human behavior. Damit eben verstehen, so the wie sich Menschen verhalten. Und diese Konstrukte sind, nennen wir eben, also sind eben so Bausteine, um das zu verstehen. Und wir können eben Probleme im echten Leben beobachten, die immer wieder auftreten. Zum Beispiel gibt es Probleme, wenn Deployments anstehen. Oder es gibt sehr viele Diskussionen zu bestimmten Themen. Oder Menschen sollten endlich wieder einmal auf Urlaub gehen, weil sie sehr gestresst sind, insbesondere vor den Feiertagen. There might be a problem within the situation, which in, wenn wir das machen, finden wir eben heraus, dass es Probleme gibt, auf die wir genauer achten müssen. Und das können wir machen, indem wir bestimmte Werkzeuge verwenden. Identify with the help of theory how you can organizationalize your constructs.
Wir können zum Beispiel Selbstevaluierungsfragebögen verwenden. Zum Beispiel könnten wir auch ein Stimmungsboard aufstellen, um die Leute zu fragen, wie es ihnen geht und wie sie das einschätzen würden. Wir können aber auch Zahlen messen, zum Beispiel, wie viele Menschen Urlaubstage am Anfang vom Jahr nehmen und wie viele am Ende vom Jahr, wie viele Krankheitstage es gibt und wie wir das Ganze eigentlich verbessern können, ob es bestimmte Rituale gibt, um dieses um das zu verbessern oder ob man es einfach ignoriert und Then, whatever state you have in the beginning, define actions. Und unabhängig davon, wie der Ausgangsstatus ausschaut, muss man eben Ziele spezifizieren und eben deren Messbarkeit festlegen, damit man immer wieder überprüfen kann, was sich verbessert hat, was sich geändert hat und ob sich eben dieses Ziel schon erreicht hat. Lassen und egal wo man anfängt, man muss das Ganze dann eben wiederholen und es ist egal, ob man jetzt mit einer Theorie oder einem bestimmten anderen Ausgangszustand anfängt. Es ist eben wichtig, dass man es immer zu verbessern versucht. Das Dritte, was man im Kopf behalten muss, ist, dass es verschiedene Level in Organisationen gibt, also verschiedene Ebenen. Und jede Ebene beeinflusst andere Aspekte. Whenever we start working for a company, start working for a team, wann immer wir für eine Organisation, für ein Unternehmen anfangen zu arbeiten, starten wir auf der Personenebene und jede Person ist in einem Team normalerweise eingebunden und egal wie flach die Hierarchie ist, es gibt immer eine Art Führungspersönlichkeit, die für die anderen Mitglieder des Teams verantwortlich sein. Das ist dann eben die Führungsebene und dann gibt es noch die organisatorische Ebene, die eben Einfluss auf alle anderen Ebenen hat. Bevor wir uns jetzt Beispiele aus dem echten Leben anschauen, müssen wir noch etwas klären. Denkt nochmal zurück, wir haben schon festgestellt, dass die meisten Personen Angst von Details und Komplexität haben. Behaltet das im Hinterkopf, während wir uns jetzt mit Komplexität beschäftigen. Habt ihr schon einmal vom Kinefin-Framework gehört? Es hilft uns aber einzuteilen, in welcher Position wir sind, was für Probleme wir gerade haben. Is Welsh for the word was habitat. Für Probleme and wir habitat gerade haben. Already gives you an indication that und we can conclude how to behave and how to deal with situations. Here you can see sehen, hier kann man vier Bereiche sehen und wir gehen einmal durch alle durch. Die erste Bereich ist, that we are in wir sind in einfachem Zustand. Der klar erscheint. Der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ist für alle offensichtlich, also für jeden offensichtlich, der sich damit beschäftigt hat. Man kann einfach erfahren, was da ist. Man muss es ein bisschen kategorisieren und dann kann man darauf antworten. Wir können uns mit Best Practices, bedienen, um die beste Antwort auf das Problem zu finden. Der nächste Bereich ist der komplizierte Bereich. Das heißt, die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung bedarf, also um die rauszufinden, bedarf es Analyse, ein bisschen Untersuchung und vielleicht sogar Expertenwissen. Aber in dem Moment, wo wir das analysiert haben, können wir auch da wieder antworten mit Good Practice, also mit im Prinzip Best Practice, aber nicht ganz so in die Tiefe, mit der wir auf komplizierte Probleme antworten können. Made. So it is like a habit that comes every now and then. So we have things that are challenges, Herausforderungen, die wir jede Woche haben oder vielleicht sogar mehrfach am Tag, and therefore after the analysis
die wir nach der Analyse, wo wir da einen Weg finden, wie wir damit umgehen, und den müssen wir dann nur noch anwenden. Jetzt gehen wir in die Komplexität hinein. Das ist ein Unterschied zu kompliziert. Die Verbindung zwischen Ursache und Wirkung kann man nur nachher feststellen, also nicht während der Vorgang passiert. Das heißt, wir können Untersuchungen machen, wir können versuchen, das wahrzunehmen. With our emergent practice, da kann man nur mit neuen Maßnahmen darauf reagieren, die sich erst entwickeln. Das heißt, das erste Mal muss man es erstmal beobachten. Und wenn man das zweite Mal beobachtet, dass es sich ähnlich verhält, kann man Methoden, die man vorher sich überlegt hat, ausprobieren. Man weiß nie so genau, während es das erste Mal auftritt, was man machen muss. Nur wenn es wieder auftritt, kann man darauf mit etwas mehr Wissen reagieren. Und der letzte Bereich ist der chaotische Bereich. Es gibt einfach keine Verbindung zwischen Ursache und Wirkung auf dem System-Level, das wir anschauen. Das heißt, wir agieren einfach, dann versuchen wir wahrzunehmen, wie es passiert, und dann können wir nochmal antworten. Das ist tatsächlich das Schwierigste zu betrachten. Und dann gibt es noch den Bereich hier in der Mitte. Wenn wir nicht wissen, welche dieser Kausalitäten, die wir gerade betrachtet haben, vorherrscht, dann haben wir einen Zustand der Unordnung. Das heißt, Leute gehen einfach in ihre Lieblingszone und wissen nicht, wo sie sind, wissen nicht, wie man darauf reagieren muss, wissen nicht, wie man die Herausforderungen begegnen muss. Aber das Schlimmste ist wirklich der katastrophale Zustand. Wenn man chaotische Zustände hat und Leute versuchen, die Situation zu beherrschen, indem sie einfache Best Practices anwenden, das funktioniert überhaupt nicht, und das ist relativ kritisch, weil die Leute können dann einfach die Situation auch gar nicht annehmen, obwohl ihre Methoden überhaupt nicht funktionieren. Im Prinzip übersimplifizieren sie es, vereinfachen es zu stark, indem sie ihre Muster anwenden, die sie schon kennen, die aber gar nicht funktionieren. So, when we take a look und jetzt gucken wir uns das kanadische Rahmenwerk an, oder Framework, das uns Handreichungen gibt, wie wir solche Probleme meistern, denen wir begegnen. Und das nächste Mal, wenn euch Leute sagen, dass eine Situation komplex ist, könnt ihr euer neues gewonnenes Wissen ausnutzen und könnt mal versuchen, dass es wirklich eine komplexe Situation ist oder ob es einfach nur eine Unordnung ist, die Leute nicht wissen, welche Situation sie sind. Das Komplex war eben das, wo man erst beim nächsten Mal weiß, wie man reagieren muss oder in der Zukunft. Das heißt, behaltet mal im Kopf, was Komplexität ist. Und jetzt schauen wir uns einige Beispiele an. Ich würde gerne das Ganze relativ angewandt machen. Deswegen habe ich euch jetzt drei Situationen mitgebracht. Situationen, die wir alle öfter schon begegnet sind. Phrasen, die das beschreiben und denen wir täglich begegnen. Vielleicht könnt ihr wenigstens einen dieser Sätze davon nachvollziehen. Der erste ist, ich habe Angst, Fehler zu machen. Der zweite ist, wir müssen innovativer sein. Und der dritte ist, ich bin im Tunnel. Das kommt sehr oft von Entwicklern. Diese drei Aussagen werden wir jetzt einmal durch unsere neue Maschinerie schmeißen und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Fangen wir an mit, ich habe Angst, Fehler zu machen. Dieser Satz wird oft auch im Kontext von Teamwork und Zusammenarbeit geäußert. Google hat einige Studien zu Zusammenarbeit gemacht und hat dabei festgestellt, dass hochperformante Gruppen von Arbeitern einen Zustand von psychologischer Sicherheit brauchen. Das ist der Zustand, wo sich Leute wohlfühlen, wo sie keinerlei Angst haben, keine Reservationen in dem Team, in dem sie arbeiten. Das ist ein Glaube,
das Wissen, dass man nicht bestraft wird, dass man nicht entwürdigt wird, dass man sich nicht erniedrigt fühlt, für egal was für Ideen man vorbringt, was für Fehler man macht, was man für Fragen stellt. Das ist ein Zustand, in dem man sich wohlfühlt und in dem man auch Risiken eingehen kann, besonders zwischenmenschlich. Man muss sich wirklich sicher fühlen dafür und das Team muss dafür zusammenarbeiten. Amy Attenson, eine Psychologin, hat mit der Studie von Teams vor einigen Jahren angefangen und hat gemessen, wie sicher sich die Teammitglieder gefühlt haben. Und sie hat festgestellt, dass ihre Ergebnisse zeigen, dass die Teams, die sich sehr sicher fühlen auf der psychologischen Ebene, machen viel mehr Fehler als die Teams, die sich nicht wohlfühlen. Aber der Effekt, den es hat, ist nochmal ein anderer, wenn man das auf der Gesamtebene anguckt, dass diese Teams geben eher zu, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, und die können dann daraus lernen. Das heißt, wenn Teams sich wohlfühlen, dann ist es letztlich für die Organisation sehr gut, weil die Leute viel eher ihre Bedenken äußern und man diese Probleme dann sofort lösen kann, statt sie einfach unter den Teppich zu kehren. Das ist eine Frage, die ihr euch jetzt stellen müsst. Wie oft habt ihr wenn ihr in einem Team gearbeitet habt, nicht eure Bedenken vorgetragen? Das heißt, immer wenn ihr irgendwie beobachtet, dass Leute nicht im Team diskutieren, zum Beispiel bei einem Team-Event oder bei einem Meeting oder so, wo sie nicht im Meeting diskutiert haben, sondern hinten raus dann mit jemand anders, zum Beispiel einem Vertrauten, diskutiert haben, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass eben diese psychologische Sicherheit fehlt. Wenn ihr das beobachtet, dann könnt ihr den Fragebogen verwenden und mal prüfen, ob, wenn jemand einen Fehler macht, dass das ihm im Team oft vorgehalten wird und dass es schwierig ist, andere Mitglieder des Teams nach Hilfe zu fragen. Diese Fragen könnten für euch ein wertvoller Hinweis sein oder ein wertvolles Hilfsmittel, um damit besser klarzukommen. Eine andere Metrik, mit der ihr euch jetzt vertraut machen solltet, ist: Reden die Leute in gleichen Anteilen in einem Meeting oder ist es so, dass es einer wahnsinnig viel redet und manche sehr wenig? Es gibt natürlich mal Situationen, wo ein gewisser Fokus da ist, wo man darauf achten muss, dass das gut verteilt wird. Das ist eine meiner Lieblingsfragen und ich hoffe, dass ihr damit auch gut klarkommt. That we are often confronted with a situation that we hear we need to be more innovative. Die nächste Frage ist, mit der wir konfrontiert sind, wir müssen innovativer sein. Wir fragen, was für Hilfe brauchen die Führungskräfte, was sind eure Erwartungen, womit braucht ihr Hilfe? Dann kommt die Aussage, wir müssen innovativer sein, aber was sie meinen ist, ihr als Team müsst innovativer sein. Es besteht kein Zweifel, dass Organisationen innovativ sein müssen, um erfolgreich zu sein. Aber was bedeutet das genau? Was für Abläufe stecken dahinter? Das ist bereits ein gut erforschter Bereich in der Psychologie, aber im IT-Kontext nicht ganz so gut bekannt. Deswegen ist ein genaues Verständnis sicher sinnvoll. Bereits in den 90ern wurden 4 Phasen bei Innovationsprozessen festgestellt. Es fängt an mit einer Idee, das ist nicht unbedingt in der Arbeit, kann auch sein, während man gerade Kaffee trinkt oder zu Hause ist oder wie auch immer. Wenn man sich mit der Idee angefreundet hat, dann kann man bei einem Kaffee über die Idee reden mit einem Kollegen. Wenn man mehr und mehr Leuten
von dieser Idee erzählt, bekommt man irgendwann vielleicht auch Budget, um diese Idee umzusetzen, ein Produkt zu erstellen. Und wenn man dieses Produkt angefertigt hat und Kunden kaufen es, dann fängt man an mit Standardisierung, mit Anpassungen. Und wenn man diese Erfahrung, dieses Zyklus gemacht hat, dann gibt man gerne neue Ideen, wenn man welche hat. Das ist eben der Prozess, der nötig ist, um innovativ zu sein. Das können wir messen mit einer Beurteilung, wie zum Beispiel diesem Tool namens Team Climate Inventory for Innovations, Team Klima für Innovationen. Wenn wir die Frage uns anschauen, ist es Winter in Hamburg, dann kann man es herunterbrechen, haben wir eine Vision, die alle teilen, und wie können wir dorthin kommen? Also wenn man zuerst eine Idee hat, wie steht diese Beziehung zur Vision der Firma? Dann geht es ums Thema psychologische Sicherheit. Fühlen sich die Leute sicher genug, diese Idee auch mit anderen zu teilen? Gibt es Leute, denen sie vertrauen können? Das Dritte ist, gibt es Unterstützung für solche Innovationen? Wenn Sie solche Ideen haben, bekommen Sie die nötige Zeit, Budget oder Mitarbeiter, um daraus ein neues Produkt zu erzeugen. Der vierte Aspekt ist, wenn es dann um die Standardisierung geht, haben die Leute das nötige Wissen, die Fähigkeiten, können sie das Produkt verbessern und das Angebot verbessern. They realized that there's another aspect that is pretty important, zum Schluss which is the gibt es noch einen weiteren Aspekt, das ist die soziale Erwünschtheit. Menschen im Allgemeinen benehmen sich so, dass sie von anderen angenommen werden, und diese soziale Erwünschtheit ist deswegen sehr wichtig. Also sagt man Sachen nur, damit die von anderen gemocht werden. Dieser Aspekt, der wird ebenfalls in diesem speziellen Fragebogen erhoben. Also wenn man den Satz hört, wir müssen innovativer sein, dann kann man schauen, ob diese Aspekte hier tatsächlich vorhanden sind. Also die Vision, psychologische Safety, Unterstützung, Aufgabenorientierung und die soziale Erwünschtheit. Das Dritte ist eben dieses Gefühl, ich bin im Tunnel. Was bedeutet das psychologisch? Wir nennen es die Flow-Erfahrung. Das ist ein Konstrukt, was in der Psychologie schon ziemlich alt ist. Das heißt, neue Ideen zu haben und sie wirklich umzusetzen. Und der Flow ist ein bestimmter Bewusstseinszustand, wo man von der Aktivität selbst genug herausgefordert ist, aber nicht zu sehr, und die Aktivität selber ist im Mittelpunkt. In der Forschung hat man herausgefunden, dass dies sinnvoll ist für Organisationen. Wir haben hier auch die Gelegenheit, die Möglichkeit, dies mit einem Fragebogen zu erfassen, wie zum Beispiel, ich habe kein Problem damit, mich zu konzentrieren, oder ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Das sind so Indikatoren, die auf den Flow-Zustand hinweisen. Die andere Seite, also das Gegenteil vom Flow, wäre, wenn Leute Angst davor haben, Fehler zu machen, also wieder die psychologische Sicherheit. Das ist ein weiteres Konstrukt, das man sich anschauen kann. Und wenn man mehr und mehr dieser Dinge misst in Software-Teams, dann haben wir uns gefragt, gibt es dort bestimmte Beziehungen zwischen den gemessenen Sachen. Deswegen haben wir dieses Jahr eine Studie durchgeführt und wir haben geschaut, wie das
Klima im Team einen Einfluss auf den Flow-Zustand bzw. diesen Angstzustand hat. Und eine Studie aus dem Jahr 2020, Januar, gab es bestimmte Charakteristiken, die sich eben um diesem Teamklima niedergeschlagen haben, aber keine Verbindung zu dem Flow. Deswegen haben wir Softwareentwickler gebeten, uns ihre Meinung zu sagen zu diesen beiden Effekten, und ich möchte hier kurz die Ergebnisse mit euch teilen. Wenn es um das wahrgenommene Teamklima für Innovationen geht, gibt es hier eine kleine Ampellogik, also wenn es grün ist, dann haben wir kein Problem, wenn es gelb ist, dann muss man sich darum kümmern, und wenn es rot ist, dann hat man ein echtes Problem. Wir wollen diese Ergebnisse hier mit euch teilen. Was man hier sehen kann, ist, dass wenn man die Ergebnisse vergleicht, die wir festgestellt haben und die man mit bestimmten Normen vergleicht, dann sieht man bei Softwareentwicklern, tritt oft die Situation auf, dass sie keine klare Vision haben. Und es ist der Fall, dass wenn sie eine Idee haben, dann fühlen sie sich unterstützt, dann bekommen sie diese den Support, die Unterstützung, um das Ganze zur Produktreife zu bringen. Die Tendenz zur sozialen Erwünschtheit war sehr stark ausgeprägt, obwohl der Fragebogen anonym war. Das zeigt, wie wichtig es ist, eine klare und inspirierende Vision zu haben, an der alle zusammenarbeiten. Wir haben uns ebenfalls den Flow und die Angst, Besorgnis angeschaut, und viele Entwickler haben oft Flow-Erfahrungen, was natürlich cool ist für die Entwickler, weil das sehr. Auf der anderen Seite hatten sie viel Angst davor, Fehler zu machen, und haben sehr im Bereich sozialer Wünschtheit agiert. Aber wie kann es sein, dass eben diese Teams sich so fühlen, dass es die Führungspersonen eben nicht initialisiert haben? Und was sehen wir, wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen? Wir haben herausgefunden, dass ein höheres empfundenes Teamklima zu einem höheren Innovationsbereitschaft führt, und dieser Wert ist eben signifikant, und wir wollten uns das genauer anschauen, und deswegen haben wir noch eine zweite Studie eben veranlasst. Also, erinnert euch an die drei Dinge, die ihr im Kopf behalten solltet. Also, Organisationen sind sehr komplex, und man muss dann eben herausfinden, ob ein Problem wirklich komplex ist oder es einfach ein Problem von Disorganisation gibt. Erinnert euch daran, dass wir eben geschaut haben, dass eigentlich alles, was man messen will, messbar ist, wie in dem Beta-Beispiel zu sehen war, eben indem man Fragebogen verwendet, Menschen fragt und wie auch immer ihr eben das Problem lösen wollt. Und das dritte ist, dass es verschiedene Ebenen gibt, und eben wichtig ist, dass man die Komplexität akzeptieren muss und lernen muss, damit umzugehen. Und das weiß man eben immer erst im Nachhinein, wie man damit am besten umgehen hätte sollen. Und das zweite ist, macht messbar, was auch immer messbar gemacht werden kann. Das hilft euch dann eben zu analysieren, ob ihr eben schon näher an euren selbstgesteckten Zielen seid. Und das dritte ist eben, schaut, auf welchen Ebenen es diese Probleme gibt, auf Personenebene im Team oder eben
organisationsweit und passt eben eure Methoden, eure Lösungen darauf an. Und es ist wichtig eben, Probleme auch in Teams zu sehen und nicht nur, wenn es um Technisches geht oder um Kundinnen und Kunden. Und merkt euch, dass eben Personen und Team Messwerte genauso wichtig sind wie die anderen. Behaltet eben die Möglichkeiten im Kopf, die ihr habt. Fragt Menschen, wie sie sich fühlen. Schaut euch das von außen an. Vielleicht braucht ihr, um manche Sachen herauszufinden, ein spezielles Experiment. Und dann müsst ihr eben eure Maßnahmen festlegen und das hilft euch eben dann dabei, euer Ziel zu erreichen. Wir sind dieses Jahr mit zwei Studien gestartet. Die erste Studie hat eben das Verhältnis zwischen individuellem Level und dem Team-Level untersucht und die zweite eben zwischen der organisatorischen Ebene und der Führungsebene. Und jetzt gibt es eben noch eine dritte Studie. 40 Minuten sind nicht viel, um über organisatorische Psychologie zu reden. Deswegen könnt ihr, wenn euch das Thema interessiert, uns auf unserer Webseite besuchen. Ich habe sie hier verlinkt, eben auch mit einem QR-Code. Und ich hoffe, dass zumindest einigen von euch das Ganze gefallen hat und dass ihr interessiert seid an dem Thema. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war die deutsche Übersetzung von Organizational Psychology und Software Teams. Eure Übersetzer waren Tabaluga, Kaste und Katzenzunge. Wir freuen uns über Feedback, entweder per Mail an hello@c3lingo.org oder über Twitter mit dem Hashtag C3T. Und ich sehe gerade, es gibt jetzt eben noch ein kurzes QA, das wir eben auch noch übersetzen werden. Thank you very much. Our signal angel 95P at the moment working hard. So the question we have at the moment is this also die Frage, die wir gerade erhalten haben, ist dieses Vorgehen nur praktisch für Software Teams oder kann man das eben auch für andere Teams verwenden? Also man kann das eben auch für verschiedenste Teams verwenden. Es ist nicht eben nur für Software Teams anwendbar, auch für medizinische Themen. Und man kann es eigentlich in jedem Bereich verwenden. Man kann es auch, kann man auch in der Freizeit verwenden, zum Beispiel in Sportteams, also in allen Teams, an die ihr denken könnt. Es geht auch für Beziehungen in Familien oder Freundschaften. Also man sollte das Konzept nicht nur auf ein Thema beschränken. Interessant ist, wenn man es dann vergleichen will. Ich habe das eben mit dieser Studie gemacht und angeschaut, ist die Korrelation groß oder klein? Und das kann man dann eben mit genormten Tabellen vergleichen und eben durch den Vergleich habt ihr dann einen Referenzwert und ja, eben nicht nur für Software-Teams. Also ich habe auf den Folien gesehen, dass noch was für 2021 geplant ist, also für das kommende Jahr. Gibt es da irgendetwas, wo unsere Community mitmachen könnte? Ja, das wäre sehr toll. Wir planen eben die letzte Studie Anfang von 2021
Und wir suchen eben Software-Teams, die wir untersuchen können. Und eben auch die Führungspersönlichkeiten und so. Also wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch auf unserer Webseite vorregistrieren und wir werden uns bei euch melden. Also wir sehen, dass der Flow-Wert für Software-Teams besonders hoch ist. Kennst du Beispiele von anderen Feldern, wo der Wert auch sehr hoch oder sehr nieder ist? Also bis jetzt haben wir noch nicht so viele Daten nur für Software-Teams und da wissen wir, dass der Wert sehr hoch ist. Also das können wir eben sagen, indem wir in diese normierten Tabellen schauen und das vergleichen. Und da in dieser Tabelle kann man sich eben auch anschauen, welche anderen Zielgruppen eben welche Werte erreicht haben. Das heißt, man kann das Framework auch für Open Source Teams verwenden. Ja, natürlich. Also das geht natürlich auch. Man muss nur darauf achten, dass man es für bestimmte, wenn man es für bestimmte Gruppen verwendet, dass es immer einen bestimmten Bias gibt. Und wenn die Menschen das eben wissen, dann wird das auch etwas in das Ergebnis, wird es eine Auswirkung auf das Ergebnis haben und das sollte man eben im Hinterkopf behalten. Also es hilft dann eben, andere Sichtweisen dafür zu verwenden. Man kann zum Beispiel die Chat-Protokolle anschauen, wie verteilt die Sprachrechte davon quasi sind. Also das ist eine sehr interessante Tätigkeit, sich eben anzuschauen, was für Daten man hat und was man daraus messen kann und vielleicht auch Daten zu verwenden, die man bereits hat. Vielen Dank, Laura und ST, und für das Beantworten der Fragen. Und wir wünschen euch noch sehr viel Spaß in der RC3-Welt und schönen Abend. Wir sehen uns später.